Das Frohburger Dreieck, das ist der Schauplatz dieser Videos und dieses Rennens. Wir wollen uns die Strecke mal anschauen. Also Sie sehen das schon, mitten durch das sächsische Land geht es da in der Nähe der Stadt Frohburg. Und zwar über Bundesstraßen hindurch, durch Wiesen, Felder und Wälder sozusagen. Ein Rennen der KTM Duke Battle gibt es hier, beide Supersportrennen und die beiden Läufe der IRRC. Die schauen wir uns nämlich jetzt an und gehen gleich mal rein in die Startaufstellung zum Polesetter, zu Didier Grams, die 226 vom Team Suzuki Müller. Er mit einer 1:36.368 und damit 1,3 Sekunden schneller als der zweite in der Startaufstellung. Er kann ja hier seinen Gesamtsieg verteidigen bzw. seinen Titel verteidigen. Tom van Looy auf Position 2, also die 26 irgendwie in der Zahl zu haben, ist schon mal ganz gut, denn er hat die 126 und steht wie gesagt auf Platz 2. Thomas Kreuz die 409, er Gaststarter 1:38.440 und Frank Backer ebenso noch in Reihe 1 mit der 51, 1:39.112, fast 3 Sekunden langsamer als Didier Grams. Stefan Holz ebenso noch mit dabei in den ersten drei Startreihen, genau wie Johann Fredericks mit der 78 und der Niederländer auf einer Suzuki unterwegs. Dann schauen wir zum nächsten, zur 361, John Walsh, er unterwegs hier auf einer Honda und auf einer BMW Paul Shoesmith, die 314 aus England, ebenso hier ans Frohburger Dreieck gereist. Dann haben wir als nächsten die 211, Thilo Hefele, auf einer weiteren BMW unterwegs. Und dann haben wir ebenso noch hier mit dabei die Startnummer 432, Olaf Romain, auf einer Suzuki aus den Niederlanden. Und die 302, das ist Emlyn Hughes, auf einer BMW aus Irland, ebenso hier mit am Start. Und wir schauen nochmal vor zu dem Mann, der hier ja schon in diesem ersten Rennen in Frohburg den Gesamtsieg holen kann und damit seine Titel aus den vergangenen beiden Jahren verteidigen könnte. Diese Rennserie IRC, also International Road Racing Championship, die gibt es ja erst das zweite Jahr, aber den Vorläufer, den Drei-Nationen-Cup, den konnte er ja ebenso schon mal gewinnen. Also wir schauen nochmal rein in die Startaufstellung auf die ersten drei Reihen, wie sie denn genau aussehen sollten hier beim Start. Also Didier Grams ganz, ganz vorne vor, Tom van Looy, dann Kreuz, Backer, das ist die Reihenfolge. Dann haben wir Holz, Fredericks, Walsh, Drew Smith, Thilo Hefele, Henry Minnen aus Finnland, Olaf Romain und Emlyn Hughes. Das sind die ersten 12. Sie sehen es, also großes Starterfeld und damit kann es reingehen in dieses erste Rennen der IRRC hier auf dem Frohburger Dreieck. Wer kommt da am besten weg? Das ist Didier Grams, aber eben auch Frank Backer. Der hat das ja schon in der Supersportklasse gezeigt, dass er gut wegkommt. Aber auch Tom van Looy, der hat hier in der ersten Kurve gleich mal die Führung übernommen. Also kamen im Prinzip alle richtig gut weg aus der ersten Reihe. Die ersten drei kamen da gut durchs erste Eck. Ansonsten auch nichts passiert, war ja nicht in allen Klassen so. Aber hier nach einer Runde, da sah es gut aus. Nur Piet Rede, der ist innerhalb der ersten Runde ausgefallen. Didier Grams vorbei an Tom van Looy und damit gleich mal in Führung. Also er konnte diesen Schönheitsfehler ausmerzen, denn er ist ja der glasklare Dominator dieser Serie, dieser International Road Racing Championship. Also er hat bisher alle Rennen gewonnen bzw. immer volle Punktzahl kassiert und damit kann eigentlich nicht mehr allzu viel schief gehen. Er braucht nicht mehr allzu viele Punkte und das wird er in diesen beiden Rennen wohl schon irgendwie hinbekommen, wenn hier alles normal läuft. Also das muss man ganz klar sagen, er ist eindeutig der schnellste Mann in dieser Serie. Das liegt nicht nur am Motorrad, sondern das liegt eben auch ganz, ganz klar an seinen Fähigkeiten auf solchen Strecken. Sie sehen es schon, nur eine Runde lang in Führung gewesen und schon ein deutlicher Vorsprung vor Tom van Looy, vor dem Niederländer, beziehungsweise dem Belgier. Also es sind ja Belgier, Niederländer, Iren, Briten und Tschechen hier mit dabei. Das sind so die Nationen, die hier vertreten sind, neben Deutschland. Und man hat das Ganze also ein bisschen offener gestaltet als damals im Drei-Nationen-Cup. Da waren ja nur
Fahrer aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien mit dabei gewesen. Jetzt hat man also das Ganze auch für beispielsweise tschechische Fahrer oder auch Briten geöffnet. Und das ist, denke ich, eine ganz feine Sache. Die 233 müsste das gewesen sein. Hier gerade bei uns im Bild Kenny Hink auf einer Ducati und innerhalb der ersten drei Runden eigentlich schon fast entschieden, aber dann dieser kleine Fahrfehler von Didier Grams. Also das werden wir uns auch gleich nochmal in der Wiederholung anschauen. Da hat er hier ein bisschen, naja, nicht getrieft, nicht geschlafen, sondern die Erklärung ist ganz einfach. Er hat danach gesagt, er wollte auf diesen schwarzen Streifen fahren, aber irgendwie war der nicht fest, sondern weich und dadurch ist er letzten Endes am Bordstein hängen geblieben. Zum Glück nichts passiert, zumindest vorerst mal. Also da kurze Schrecksekunde für seine Fangemeinde, die natürlich hier in Frohburg riesig vertreten war. Aber wie gesagt, wir schauen uns das Ganze gleich nochmal an. Der Vorsprung, ja, wie gesagt, richtig groß schon nach drei Runden. Hier, da will er auf dieses Schwarze fahren und dann sinkt das Motorrad fast schon ein und dadurch bleibt er eben dran hängen und das Motorrad versetzt ein bisschen. Aber zum Glück, außer einer kurzen Schrecksekunde, nichts passiert und die Führung wurde trotz dieses kleinen Fehlers zu Beginn der Runde immer größer vor Tom van Looy. Also wieder eine eindeutige Sache bisher für Didier Grams hier nach 4 von insgesamt 12 Runden. Also das erste Renndrittel ist da schon mal vorbei. Thomas Kreuz haben wir hier im Bild gehabt und dahinter, das müsste dann auch Johann Fredericks gewesen sein. Stefan Holz ebenso noch vorne mit dabei in der Spitzengruppe. Und dahinter dann diese ganz, ganz große Gruppe. Also da war es dann wirklich noch richtig eng. Das ist leider, leider ganz vorne nicht so. Also man braucht schon ein bisschen ein Faible für solche Rennstrecken. Das Ganze wird ja in Hengelo, in Chimay, in Terlitschko auf dem Schweizer Dreieck und dann eben hier in Frohburg ausgefahren, diese Serie, immer mit zwei Rennen. Und es gab ja in dieser Saison bei mir schon mal ein Rennen der IRC und zwar auf dem Schweizer Dreieck. Das war also auch eine glasklare Angelegenheit für Didier Grams, der natürlich das Frohburger Dreieck, aber eben auch das Schweizer Dreieck sehr, sehr mag. Frank Backer auf der dritten Position im Moment. Dann dahinter haben wir also auch noch Stefan Holz und Thomas Kreuz gehabt. Johann Fredericks ebenso noch mit dabei gewesen. Also das sind im Prinzip, das muss man halt sagen, fast immer die gleichen Fahrer, die ganz vorne hier fahren in der IRC. Und bei Didier Grams sucht man nach Herausforderungen. Und er ist teilweise dann doch schon ein bisschen unterfordert. Von daher hinkt der Vergleich auch mit der IDM natürlich gewaltig. Zum einen sind das ganz andere Strecken, zum anderen, ja, ist wie gesagt die Leistungsdichte hier einfach nicht so gegeben. Trotzdem muss man sagen, jeder, der sich auf so einer Rennstrecke im Renntempo oder auf so einer Straße im Renntempo hier fortbewegen will, da gebührt es schon eine Menge Respekt. Denn das Ganze kann ganz, ganz schnell auch mal schief gehen. Und dann diese Situation hier. Didier Grams fällt zurück. Van Looy führt Backer jetzt auch noch vorbei an Didier Grams. Und er schaut sich da um und das sieht irgendwie nicht schnell aus. Er hebt den Arm, zeigt an, dass er nicht so schnell hier im Moment fahren kann. Und welches Problem es da gab, das werden wir dann in den nächsten Runden auch noch sehen. Das Motorrad hat sich etwas komisch angehört. Der erste Gedanke war eigentlich gewesen, er hat sich bei dieser Aktion hier eingangs der ersten Kurve, was wir vorhin nochmal gesehen hatten, vielleicht einen Plattfuß geholt. Das war aber nicht der Fall. Er konnte einfach nicht mehr schalten, denn da ist ihm der Schalthebel abgebrochen. Und deshalb musste er alles sozusagen im sechsten Gang fahren und konnte da natürlich nicht wahnsinnig schnell aus den langsamen Ecken raus beschleunigen, verlor dort eine Menge Zeit. Am Ende der Geraden, da war dann meistens schon wieder gleich auf mit der Konkurrenz, also da gab es dann keine Chance mehr, aber eben beim Rausbeschleunigen, da hatte er natürlich deutlich das Nachsehen. Wir werden das Ganze jetzt, wie gesagt, auch gleich nochmal sehen, hier in der nächsten Runde. Tom van Looy, der kann das Ganze vielleicht mal ausnutzen, kann Didier Grams da vielleicht auch mal schlagen in dieser Saison. Sein Vorsprung ja jetzt schon beruhigend. Er führt der Belgier mit der 126 ganz, ganz deutlich und wir schauen, wo ist Didier Grams, wann kommt Didier. Hier kommt er. Und jetzt schauen Sie mal. Hier sieht alles normal aus, aber dann beim Rausbeschleunigen, da geht einfach nichts. Da hat er sogar Zeit.
sich sein Motorrad ein bisschen anzugucken und nach der Konkurrenz zu schauen. Die 361, John Walsh gerade im Bild gehabt. Er aus Irland hier angereist, auf einer Honda unterwegs, hatten wir ja eine Startaufstellung ebenfalls hier gesehen gehabt. Und die 75 gerade hier im Bild gewesen. Peter Heimans aus den Niederlanden auf einer Kawasaki. Zum Glück muss man sagen für Didier Grahams, das Rennen nicht allzu lang. Hier die Startnummer 10. Und ja, wie gesagt, das Rennen zum Glück nicht allzu lang. Das heißt, er kann durchaus hier ein paar Positionen verlieren. Holt er nach Stand jetzt Rang 18, hat es trotzdem geklappt mit dem Titel. Und das sind ja jetzt auch gleich nur noch 4 Runden für ihn. Also sind auch noch ein paar Gaststarter mit dabei. Das könnte durchaus trotzdem reichen, aber war natürlich hier nicht ganz das, was er wollte. Er wollte natürlich seinen Fans hier in Froburg einen Sieg schenken. Einen weiteren Sieg schenken. Im letzten Jahr ja die weiße Weste. Also da war die erste Geige. Man hat sich da ja über die Jahre hinweg immer wieder was Neues einfallen lassen müssen, denn er hatte ja wirklich das ganze Ding hier dominiert in der Vergangenheit. Und im letzten Jahr, wie gesagt, die weiße Weste. Alle Rennen gewonnen, immer auf 1. Das war dann das große Ziel. Das war dann das, womit er sich motiviert hat. Denn das ist natürlich schon schwer, wenn du im Training dem Zweitplatzierten im Training schon mal über eine Sekunde aufbrummst. Sich dann immer richtig zu motivieren, das ist eben schon relativ schwierig. So, die Konkurrenz chancenlos, das muss man so klipp und klar sagen. Wir schauen mal, wer noch alles ausgefallen ist. Alan Connor aus Irland, er ist raus. Kenny Hink, den hatten wir vorhin ja mal im Bild gehabt, auch er raus. Hier haben wir Frank Backer, der also im Moment weiterhin auf der zweiten Position unterwegs ist. Und dahinter dann Stefan Holz mit der 200. Dann haben wir auf der nächsten Position, auf der vierten Position, die 409, Thomas Kreutz. Der ja selbst gesagt hat, er will Didier Grahams mal ein bisschen ärgern. Hat nicht wirklich funktioniert. Johann Fredericks noch und Paul Shoesmith in der nächsten Gruppe, genau wie Thilo Hefele. Und hier kommt Didier Grahams. Also er muss hier beißen. Muss sich natürlich beim Rausbeschleunigen immer ein bisschen gedulden. Aber das sieht im Moment gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, viele, viele Gaststarter auch dabei. Die sind natürlich nicht punktberechtigt als Gaststarter. Beispielsweise Thomas Kreutz mit der 409 Erstgaststatter. Dann haben wir Kamil Holan aus der Tschechischen Republik Gaststatter mit der 474. Olaf Romain aus den Niederlanden mit der 432 ebenfalls Gaststatter. Lars Langer eher ebenso mit der 460. Und dann Guido Brey beispielsweise auch eher mit der 96 hier auf dem Moto2 Motorrad unterwegs. Auch er wäre zum Beispiel nicht punktberechtigt. Genau wie Wolfgang Schuster. Hier haben wir die 211 mal gesehen. Das war Thilo Hefele mit diesem grauen Bike. Mit dieser, ja, grauen BMW. Und hinten, da kommt Didier Grahams ganz, ganz langsam. Sie sehen es, er schaukelt und macht und tut und will das Motorrad irgendwie ein bisschen schneller beschleunigen lassen. Das wird nichts, aber es sind ja zum Glück nur noch 2 Runden. Und im Moment mal braucht er sich nicht unbedingt ganz, ganz große Sorgen machen hier in Sachen Gesamtwertung. Also das sollte im Moment auch reichen. Also, dann haben wir noch Wolfgang Schuster, der ebenso in Runde 11 ausfallen wird. Also auch er wird hier gleich das letzte Mal vorbeikommen. Dann ist auch dieser erste, hier haben wir ein Bild, der erste Einsatz auf einem Superbike für ihn beendet. Ist ja eigentlich auf einer 250er unterwegs. Jetzt allerdings vielleicht der Wechsel. Tom van Looy auf dem Weg in die letzte Runde, genau wie Frank Backer. Und dahinter dann Stefan Holz, Thomas Kreutz. Da könnte es nochmal eng werden, denn da ist man mittendrin im Getümmel, mittendrin in den Überrundungen. Johann Fredericks auf der fünften Position. Und hier, da kommt auch die 314 Paul Shoesmith gerade aus dem Bild gefahren. Thilo Hefele. Und die 361 John Walsh hier im Bild. Und wir schauen wieder auf Didier Grahams, der jetzt ebenso in die letzte Runde geht. Schauen Sie mal, wie die Konkurrenz da heranfliegt. Aber am Ende der Geraden
da ist er dann doch eben auf dem Tempo, was die Konkurrenz hat, zumindest annähernd. Kann er natürlich nicht ganz haben, weil er ja nicht von unten raus beschleunigen kann. Dann fällt eben noch einer aus und das ist Randy Brandt. Ja, er ist nämlich auch raus, aber das dürfte nicht Randy Brandt gewesen sein, denn das Ganze war schon in Runde 5. Also jetzt warten wir auf den Sieger Tom van Looy. Er kommt da hinten angefahren. Wir schauen hier nochmal mit und warten jetzt allerdings auf den Sieger. Und das ist Tom van Looy. Frank Bakker wird Zweiter hier in diesem ersten Rennen der IRC. Und Didier Grams, er rettet am Ende Rang 13 und hat da ja auch noch Gaststarter vor sich, nämlich genau 3. Und damit reicht das von den Punkten her. Er holt sich wieder den Gesamtsieg hier in der International Road Racing Championship bei Rennen 1 in Frohburg und hat damit natürlich eine Menge Grund zu feiern. Hier kommt er über die Ziellinie. Natürlich ist die Freude da nicht ganz so groß, denn er wollte schon ganz gerne gewinnen und wollte seine Serie fortsetzen. Das hat nicht ganz geklappt, aber egal, sei es drum. Zumindest der Gesamtsieg, der ist ja sicher. Herzlichen Glückwunsch an ihn und ja, wer den Didier Grams kennt und wer seine Truppe kennt, der weiß natürlich, irgendwas führen die im Schilde. Wenn die schon mit einem Beutel ankommen, dann heißt das meistens, irgendwas wird jetzt folgen. So, da zeigt er an, also Schalthebel gebrochen. Wir sehen es da auch ein bisschen runterhängen, also da war hier kein Blumentopf zu gewinnen in diesem Rennen. Im ersten Moment sicherlich ein bisschen gefrustet, aber letzten Endes, wie gesagt, die Freude über den Gesamtsieg, die sollte hier letzten Endes doch überwiegen. Und damit geht er zu seinen Fans in die erste Kurve und da kam natürlich auch die Frage, hey, was hast du denn gemacht? Und er rief dann also rüber, Ganghebel gebrochen. Aber zum Glück ja alles gut gegangen für ihn. Und lässt sich natürlich jetzt hier auch feiern von seinen Fans und feiert seine Fans, denn er kann hier in Frohburg natürlich immer auf eine riesen Fangemeinde sich verlassen, die ihn von Sieg zu Sieg trägt. Heute hat es mal nicht ganz geklappt, zumindest hier im ersten Rennen, aber er hat ja noch die Chance in Rennen. Dort gibt es immer stimmungsvolle Bilder, und zwar stimmungsvolle Bilder für die Sieger und Platzierten und natürlich auch